Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen erneut eine Serie beginnen über sehr wichtige Bibelstellen. Nun, diejenigen von Ihnen, die sich mit unseren Predigten vertraut gemacht haben, die sie regelmäßig hören oder sehen und die auch unsere Literatur kennen, die werden vieles von dem, was ich heute und in den nächsten Predigten sagen werde, bereits schon wissen. Aber gleichwohl ist es notwendig, dass wir uns wieder auf diese grundsätzlichen Dinge besinnen. Wiederholung ist vielfach wichtig, um eine Wahrheit wirklich einprägsam zu machen. Denn ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dass das, was wir heute und in den weiteren Folgen besprechen werden, von fundamentaler Bedeutung ist. Eine heilsnotwendige Wahrheit, die die meisten Menschen heute, selbst die, die sich zum Christentum bekennen, ablehnen. Unbewusst ablehnen, vielleicht sogar bewusst ablehnen. Und wenn sie dies tun, können sie keine Vergebung ihrer Sünden erlangen. Sie lehnen damit den Heiland, Jesus Christus, ab und können von daher nicht ins Reich Gottes eingehen. So wichtig ist das. Wovon spreche ich? Ich spreche von der fundamentalen und grundsätzlichen Frage, ob das, was in der Bibel steht, der Wahrheit entspricht, uneingeschränkt, oder ob es sich lediglich vielfach um Fabeln handelt, um Traditionen, um hebräische Ideen, um vielleicht in einer primitiven Weise den Menschen etwas beibringen zu wollen, was aber nicht buchstäblich der Wahrheit entgegenkommt. Nun, glauben wir nicht alle an die Bibel? Keineswegs. Viele Menschen, die meisten, die sich zum Christentum bekennen, glauben an die Bibel nicht, wie die Bibel verstanden werden soll. Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch ein Schüler war im Gymnasium, einmal die Erfahrung gemacht, dass Menschen vielleicht vorgeben, an Gottes Wort zu glauben, an die Bibel zu glauben, aber wenn es wirklich dann darauf ankommt, natürlich andere Traditionen, andere Ideen vorziehen. Ich spreche zum Beispiel über den Widerspruch des Schöpfungsberichtes auf der einen Seite und der Idee der Evolution auf der anderen. Sie wissen ja, dass die Wissenschaft heute behauptet, dass sie lediglich ein moderner Mollusk sind. Die letzte Stufe einer Entwicklung aus dem Tierreich, die mit Gasen ihren Anfang nahm, als damals sich eine Zelle in der Ursuppe entwickelt haben soll. Die Bibel lehnt diese Idee total ab. Und auch die Idee der sogenannten theistischen Evolution, dass das alles sich so entwickelt haben soll, aber dass Gott seine Hand damit im Spiel haben sollte, auch diese Idee steht mit der Bibel im absoluten Widerspruch. Sie können beide nicht miteinander vereinbaren. Ich war erstaunt und vielleicht auch nicht, als der Papst, der jetzige und auch der vorhergehende, scheinbar gesagt hat, dass er an die theistische Evolutionslehre glaubt. Dass also sie das Endprodukt eines Mollusken sind. Was für eine unsinnige Vorstellung. Es geht darauf hinaus, ob wir das, was in der Bibel steht, im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, im zweiten Kapitel, ob wir das wirklich glauben oder ob wir meinen, das seien alles so fiktive Ideen, geschrieben von einem primitiven Volk, das sich so die Erschaffung der Erde vorgestellt habe. Ist das wirklich so geschehen, wie das hier in der Bibel geschrieben steht? Nun, die Wissenschaftler heute, die an die Evolutionslehre glauben, lehnen natürlich den Schöpfungsbericht total ab. Die meisten sind ohnehin Atheisten oder Agnostiker, geben das auch ganz offen zu. Manche sind militaristisch eingestellt, in dem Sinne, wie es zum Beispiel in England der Fall ist, dass sie in ganz radikaler Weise behaupten, dass zum Beispiel das Universum keinen Schöpfer gehabt hat, das hat sich selbst erschaffen. Und wenn ich diese Dinge dann in unseren auf Posten stehenden Programmen vortrage, dann wird mir geschrieben und gesagt, ja, aber die Wissenschaft hat die Evolutionslehre etabliert. Nun, das kann ja sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die Bibel spricht ja über die Philosophie dieser Welt, die Narrheit ist in den Augen Gottes. Aber wie steht es mit Ihnen? Glauben Sie das, was so die gottfeindlichen atheistischen Wissenschaftler Ihnen sagen? Oder glauben Sie dem Wort Gottes? Sie können nicht an beides glauben, weil hier ein Widerspruch besteht, wie wir das noch sehen werden. Jemand, der
zur Wahrheit kam, fragte mich einmal, ja, was so aber im Alten Testament geschrieben steht und im ersten Buch Mose bezüglich Noah und der Arche, bezüglich der Bäume des Lebens und der Erkenntnis, war das wirklich so oder ist das nur symbolisch zu betrachten? Ein protestantischer Geistlicher, der uns damals in der Schule unterrichtete, hat uns damals gesagt, die Sintflut, die hat es gar nicht gegeben. Die Arche Noah, die hat es gar nicht gegeben. Der Noah hat es noch nicht einmal gegeben. Der hat uns gelehrt, ein Geistlicher der evangelischen Kirche, dass das Wunder sich lediglich darauf bezog, dass Gott bereute, als er sah, wie Noah ihm opferte. Alles andere ist Legende. Und die meisten Menschen heute glauben in gewisser Weise an diese irrige Vorstellung, dass was so im ersten Buch Mose geschrieben steht, im Alten Testament geschrieben steht, sogar im Neuen Testament geschrieben steht, ja lediglich von Menschen geschrieben worden ist, die so sich ihre eigenen Vorstellungen gemacht haben. Ich sprach einmal mit einem Katholiken, einem sehr gläubigen Katholiken, der jeden Sonntag in die Kirche ging. Der sagte mir, ja, aber die Bibel, die ist ja nur von Menschen geschrieben worden. Und er hat sich dann auf die Ideen des Papstes verstiegen. Nun, der Papst, wenn der ex cathedra spricht, also von der Kanzel, dann soll er ja angeblich unter Inspiration sprechen, Unfehlbares von sich geben. Wem wollen Sie dann glauben? Dem Papst, der etwas Unfehlbares von sich gibt, aber das im Gegensatz steht zu dem, was die Bibel sagt? Oder der Bibel, die den Anspruch erhebt, Gottes Wort zu sein, Gottes unfehlbares Wort zu sein. Wenn jemand meint, die Bibel sei ja nur von Menschen geschrieben worden und glaubt dann aber dem, was ein Mensch, der Papst, von sich gibt, besteht denn da auch kein Widerspruch? Letztendlich meinen viele Christen, die sich zum Christentum bekennen, dass selbst das, was im Neuen Testament geschrieben steht, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Nun, die mögen vielleicht zugeben, dass Christus gelebt hat, aber ist Christus wirklich so von Maria empfangen worden, wie die Bibel es sagt, so übernatürlich durch den Heiligen Geist? War Christus wirklich für 3 Tage und 3 Nächte tot im Grab, 72 Stunden, das einzige Zeichen, das er damals den Pharisäern gab, dass er der Heiland war? Und er sagte, wie nämlich Noah für 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird der Menschensohn für 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Die meisten lehnen heute die Idee von Noah ab. Die Idee, dass Noah von einem Seeungeheuer verschlungen worden sein soll, das ist ja auch alles nur Legende. Christus hat offensichtlich daran geglaubt und nicht nur das. Er hat dies als ein Zeichen verwendet, um zu beweisen, dass er der Heiland war. Und die Menschen heute lehnen dieses Zeichen ebenfalls ab. Denn sie glauben, dass Christus an einem Freitag gekreuzigt wurde, an einem Sonntag auferstand. Und keine Rechnungsweise kann dazu führen, aus dieser Zeitspanne 3 Tage und 3 Nächte zu machen. Wem glauben sie? Dem, was die Bibel sagt, dem, was Jesus Christus gesagt hat, oder Ideen von Menschen. Menschen haben den Sabbat abgeschafft und mit Sonntag ersetzt. Die katholische Kirche hat dies getan, um die Heiden in die Kirche zu bringen und natürlich aufgrund von Antisemitismus. Wo sagt uns die Bibel, dass man das tun kann? Wem wollen sie glauben? Die Bibel sagt uns, wir müssen die Gebote halten, die 10 Gebote. Eins von denen heißt, du sollst den Sabbat heilig halten. Oder heiligen. Und wie wir noch sehen werden, der Sabbat wurde erschaffen, als der Mensch erschaffen wurde. Von Gott. Eine heilige Zeit. Von Freitagabend bis Samstagabend. Sonnenuntergang. Aber die katholische Kirche hat das abgeschafft. Sie hat Zeiten und Gesetz geändert. Und die evangelische Kirche hat sich der Autorität der katholischen Kirche unterstellt. Obwohl sie sagen, dass sie nur an das glauben wollen, was die Bibel lehrt. Haben absolut die Wahrheit der Bibel abgelehnt, wie das die katholische Kirche auch getan hat, und hat sich der Autorität der Kirche, der katholischen Kirche, die von sich sagt, dass sie befugt ist, die Lehren der Bibel zu ändern, hat sich dieser Autorität unterstellt. Wollen Sie sich dieser Autorität unterstellen? Wollen Sie das ablehnen, was Gott in seinem Wort sagt, weil Sie den Traditionen der Menschen folgen wollen? Um eine klare und absolut sichere Antwort zu erhalten, müssen Sie sich zunächst einmal davon überzeugen, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Dass die Bibel Gottes Wort ist. Und wie Gott uns in seinem Wort sagt, Gott ist wahr, auch wenn jeder Mensch ein Lügner wird. Und mit diesen Vorbemerkungen möchte ich nun ein wenig auf das eingehen, was hier im ersten Buch Mose geschrieben steht.
Denn letztendlich muss es ja sehr wichtig sein für Gott, was er uns hier sagt, weil das im Anfang der Bibel bereits schon niedergeschrieben ist, das Fundament sozusagen. Und so lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1 und Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nun, so hat es Luther übersetzt. Und wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, dass zum Beispiel das Wort Himmel im Hebräischen in der Mehrzahl steht. Also, richtig übersetzt würde es heißen, dass am Anfang Gott die Himmel und die Erde schuf. Mit Himmel ist also nicht nur die Erdatmosphäre gemeint, sondern auch das gesamte Universum. Die Bibel kennt mehrere Himmel, drei Himmel genau genommen. Und hier geht es um den Anfang der physischen Schöpfung. Und die Bibel sagt uns, zu Anfang der physischen Schöpfung schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist eine fundamentale Aussage, die zum Beispiel dem, was die Evolutionslehre lehrt, total widerspricht, wie wir noch sehen werden. Sie können nicht an beides glauben. Entweder Gott hat das Universum und die Erde erschaffen, oder alles dies hat sich so zufällig entwickelt durch den Urknall und durch andere Ideen wie die Expansionstheorie und wie diese Ideen alle heißen. Nun, interessant ist, dass im Hebräischen, wie auch hier im Deutschen, der erste Satz aus 7 Worten besteht. Die Zahl 7 steht immer in der Bibel für Vollendung oder für Perfektion. Sie lässt also weiteres nicht zu, es wird etwas Perfektes und Vollendetes beschrieben. Und ich werde Ihnen hier jetzt ein paar Beispiele geben, wie die Zahl 7 in der Bibel benutzt wird. Zum Beispiel wird ja die Schöpfung, und wie wir noch sehen werden, es geht hier nicht um die ursprüngliche Schöpfung, sondern um die Wiederherstellung der Erdoberfläche, die durch eine Katastrophe in Chaos gestürzt worden war, die geschah in 7 Tagen. Und der Sabbat ist ja der 7. Tag der Woche. Nicht der erste Tag oder der letzte Tag. Er ist der letzte Tag, aber nicht der erste Tag. Die katholische Kirche hat ja auch da den Kalender geändert. Und so erscheint heute der Sonntag in vielen Kalendern als der 7. und letzte Tag der Woche. Eine totale Ablehnung des biblischen Berichtes. Denn der Sabbat war immer schon und ist auch heute noch der 7. und letzte Tag der Woche. Der Sonntag ist der 1. Tag der Woche, nicht der 7. Nun gut, die Zahl 7 steht für Vollendung. Es werden zum Beispiel 7 Autoren in den Psalmen erwähnt. Namentlich 7 Autoren. 7 Psalmen werden im Neuen Testament als von David geschrieben zitiert. Wir lesen auch, dass wir im Neuen Testament 7 Zitate haben aus Psalm 69. So dann wird im Alten Testament 7-mal ein Mensch mit der Mann Gottes beschrieben. Also wir finden 7 Menschen im Alten Testament, auf die die Bezeichnung zutrifft, Mann Gottes. So, dann werden 7 Wunder im Evangeliumsbericht des Johannes erwähnt. Wir finden 7 Kirchen im Buch der Offenbarung, 7 Gemeinden. Wir finden natürlich 7 Posaunen. Und die 7. Posaune ist ja der Zeitpunkt der Wiederkehr Christi und der Auferstehung von den Toten. Wir finden, dass Christus 7 Sätze gesagt hat, als er am Kreuz starb. Wenn wir alle die 4 Evangeliumsberichte zusammennehmen. Wir finden, dass Noah gesagt wurde, er solle 7 Paare reiner Tiere in die Arche nehmen. Auch das ist interessant. Der Unterschied zwischen reinen und unreinen Tieren bestand also schon bereits zum Zeitpunkt des Noah. Der kam also nicht erst dann zum Tragen, als Mose den Israeliten die Gesetze gab. Wir finden auch, dass Jesus 7 Dämonen aus Maria Magdalena oder Maria Magdala austrieb.
Mit anderen Worten, die Austreibung war eine vollendete, eine perfekte, eine komplette. Wir finden auch, dass es erwähnt wird, dass Christus 7-mal am Sabbat Heilungen durchgeführt hat. 7-mal wird das im Neuen Testament erwähnt. Das Wort Nazarener, eine Bezeichnung der frühen christlichen Kirche, wird 7-mal im Buch der Offenbarung erwähnt. Im Buch der Apostelgeschichte, wollte ich sagen, erwähnt. Also die Apostelgeschichte erwähnt 7-mal das Wort Nazarener. Dann wird in der Apostelgeschichte 7-mal von Petrus und Johannes gesprochen, die also beide zusammen gewirkt haben. Interessanterweise ist auch, dass Christus im Evangeliumsbericht des Johannes 7-mal gesagt hat, ich bin. Nicht ich bin's, wie manchmal die Lutherbibel und andere Bibeln es übersetzen, sondern ich bin. Eine Bezeichnung des Gottes des Alten Testamentes, Jahwes, dessen Bedeutung heißt, ich bin. 7-mal hat sich Christus als der Gott des Alten Testamentes identifiziert, im Evangelium des Johannes. Es ist auch interessant, dass im Neuen Testament 49-mal gesagt wird, das Evangelium müsse gepredigt werden. 49, eine Kombination der 7, 7 mal 7. Und dann wird 28-mal im Buch der Offenbarung Jesus Christus als das Lamm bezeichnet. 4 mal 7. Es gibt noch viel mehr Beispiele, die uns deutlich machen, dass die Zahl 7 in der Bibel eine Vollendung, eine Perfektion darstellt. Warum ist das hier in diesem Zusammenhang wichtig? Nun, weil die Schöpfung, die Gott am Anfang durchführte, eine perfekte war, eine vollendete war. Das ist wichtig, weil wir noch sehen werden, dass es später heißt, dass die Erde wüst und leer war. Aber Gott hat die Erde nicht wüst und leer erschaffen. Er erschuf sie in einem perfekten Zustand, wie auch das Universum in einem perfekten Zustand erschuf. Etwas geschah, sodass die Erde wüst und leer, tohu wabohu, wie es im Hebräischen heißt, wurde. Darauf gehen wir gleich noch ein. Aber schauen wir uns zunächst einmal an, wer im Anfang Himmel und Erde schuf. Nun, Gott. Aber wer oder was ist Gott? Auch das haben wir ja in verschiedenen Predigten bereits deutlich zum Ausdruck gebracht, aber auch da ist es wichtig, sich noch einmal ganz klar und deutlich das anzuschauen, was uns die Bibel sagt. Wenn Sie mir zuhören, ich hoffe, Sie akzeptieren, was ich sage, anhand dessen, was die Bibel sagt, nicht weil ich es sage. Wie Katholiken gutgläubig dem glauben, was der Papst sagt. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was der Papst sagt. Ist total unerheblich. Es geht auch nicht darum, was ich so von mir gebe, es sei denn, es steht mit dem, was in der Bibel steht, im Einklang. Dann allerdings sollten Sie es glauben. Dann müssen Sie es akzeptieren. Und dann müssen Sie auch danach leben. So, die Frage erneut. Wer war, wer ist Gott? Schauen wir uns zunächst einmal Hebräer Kapitel 7 an. Im Neuen Testament. Hebräer Kapitel 7. Und ich möchte zunächst einmal in Vers 1 etwas über eine sehr interessante Persönlichkeit lesen. Hebräer Kapitel 7, angefangen in Vers 1. Es geht hier um eine Persönlichkeit mit dem Namen Melchisedek. Wer war dieser Melchisedek? Hebräer 7, Vers 1. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, eine Bezeichnung für Jerusalem. Der war König von Jerusalem. Der war der Priester Gottes des Höchsten. Also hier wird etwas Interessantes bereits gesagt. Hier wird Gott als der Höchste bezeichnet. Es geht hier, wie wir noch sehen werden, um Gott den Vater. Gott der Vater ist der Höchste in der Gottheit. Die traditionelle Idee des Christentums, das orthodoxe Christentum, lehrt uns ja die Idee der Dreieinigkeit. Die sagen, Gott hat immer schon und besteht immer schon aus dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und die sind alle drei gleich, gleiche Autorität. Es gibt da keinen Höhenunterschied. Die haben alle Gleichheit. Und so und nur so kann Gott existieren. Nun, die Dreieinigkeitslehre ist aus dem Grunde schon verkehrt,
weil die Bibel nirgendwo sagt, dass der Heilige Geist eine Person sei. Wie wir noch sehen werden, der Heilige Geist ist keineswegs eine Person, sondern die Kraft, die von Gott ausgeht. Aber sie ist auch deshalb falsch, weil Gott, der Vater, der Höchste ist innerhalb der Gottheit. Wir werden noch sehen, wer noch Teil hat an der Gottheit, aber Gott, der Vater, ist der Höchste. Und hier wird gesagt, dieser Melchisedek, der Priester Gottes, war der Priester Gottes des Höchsten. Der ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam, und er segnete ihn. Vers 2, und ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Schauen Sie auch hier wiederum, ein Irrtum, den viele heute begehen, die meinen, man bräuchte heute Gott den Zehnten nicht mehr zu zahlen. Das war auch wiederum ein Gesetz gewesen, das Mose erlassen habe, damals den Israeliten gegenüber, und das sei dann abgeschafft worden, nachdem Christus gestorben ist. Schauen Sie, das Zehntengesetz war bereits schon im Zeitpunkt des Abraham vorhanden. Wieso hätte sonst Abraham gewusst, dass er diesem Melchisedek den Zehnten geben sollte von allem, was er sich verdient hatte? Also Abraham gab ihm den Zehnten. Erstens heißt er, Melchisedek, übersetzt König der Gerechtigkeit. Dann aber auch König von Salem oder Jerusalem. Das ist König des Friedens. Nun, auf welchen Menschen würde eine solche Beschreibung zutreffen? Offensichtlich auf keinen. Es geht hier um jemanden, der auch im Jesaja-Buch und dann auch im Neuen Testament als der Friedefürst beschrieben wird. Wer ist das? Wer ist der König von Jerusalem? Wer ist derjenige, der auf dem Thron Davids sitzen wird, um von Jerusalem aus als König zu herrschen? Wer ist der Friedefürst, der König des Friedens? Es heißt dann in Vers 3, um es ganz deutlich zu machen, dass es hier nicht um einen gewöhnlichen Menschen geht. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Offensichtlich kann es sich hierbei nicht um einen Menschen handeln. Dieser Melchisedek war kein anderer als Jesus Christus, der damals, zur Zeit von Abraham zum Beispiel, als König in Jerusalem bereits herrschte. Nun, er war damals noch kein Mensch geworden, er hatte sich lediglich als ein Mensch in menschlicher Form manifestiert, wie er dies auch später tat, als er Abraham erschien und ihn davor warnte, dass Sodom und Gomorra zerstört werden würde. Er kam ja dann mit zwei Engeln, die sich also als Menschen manifestiert hatten, zu Abraham, aber das waren jetzt keine Menschen geworden, schauen Sie. Deswegen heißt es hier auch, so gleicht er dem Sohn Gottes. Also er war noch nicht der fleischgewordene Sohn Gottes, aber er glich ihm bereits. Er hatte sich scheinbar in einer Weise manifestiert, die dann dem ähnlich sein würde, wie er hier auf Erden dann leben würde. Und schauen Sie, was noch gesagt wird. Und er bleibt Priester in Ewigkeit. Dieser Melchisedek, der hatte weder Anfang des Lebens, er hatte noch Ende, hat auch kein Ende des Lebens, und er bleibt Priester in Ewigkeit. Und dann lesen wir auch noch in Vers 8, und hier nehmen den Zehnten sterbliche Menschen. Also hier wird jetzt auf das Zehntengesetz unter Mose angesprochen, wo also die Leviten, sterbliche Menschen, den Zehnten entgegennahmen. Dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Schauen Sie, nicht, dass er lebte, dass er lebt, dass er auch heute noch lebt. Es geht also nicht um einen sterblichen Menschen. Dieser Melchisedek war kein sterblicher Mensch. Er war jemand, der keinen Anfang hatte, der kein Ende des Lebens haben wird, der heute noch lebt. Es gibt nur einen Menschen, der bislang von den Toten auferweckt wurde und der heute lebt. Und das ist Jesus Christus. Alle anderen, die gestorben sind, die liegen tot in ihren Gräbern und warten auf die Wiederauferstehung zum Leben. Wir sehen also hier, dass Jesus Christus Melchisedek war. Aber er war der Priester des Höchsten. Schauen Sie. Er war die zweite Person der Gottfamilie. Und wenn wir lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann finden wir im Hebräischen das Wort Elohim, auf Gott bezogen. Und das Wort Elohim ist, wie man das so im Deutschen sagt, ein plurales Tantum.
Mit anderen Worten, es ist ein Wort, das zwar im Grammatikalischen im Singular gebraucht werden kann, ein Hauptwort, dem ein singulares Verb folgt, nicht immer, aber vielfach, aber das eine plurale Bedeutung hat, wie zum Beispiel das Wort Nation. Sie sagen ja im Deutschen, die Nation ist groß oder klein oder wie auch immer. Also das Verb ist Singular, das Hauptwort ist von daher vom Grammatischen her Singular, aber es hat natürlich eine plurale Bedeutung, denn eine Nation besteht ja aus vielen Menschen, sonst wäre es keine Nation. Das gleiche gilt für Verein, das gleiche gilt für Polizei. Man sagt, die Polizei ist das und das. Wir verstehen aber, dass das Wort Polizei im Großen und Ganzen sich auf mehrere Polizisten beziehen muss. Nun, hin und wieder kann auch ein Polizist sagen, hier steht die Polizei, damit die gesamte Polizeiorganisation repräsentierend. Alle diese Worte stehen im Deutschen und auch im Hebräischen im grammatikalischen Singular, beziehen sich aber auf eine Mehrzahl von Personen. Das gleiche gilt für das Wort Elohim. Wenn es also heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und das Wort Elohim wird gebraucht, dann bedeutet dies, dass hier eine Pluralität von Persönlichkeiten die Erde und den Himmel, die Himmel erschuf. Genau genommen zwei. Gott der Vater und Jesus Christus der Sohn. Jesus Christus, der Priester des höchsten Gottes, Gottes des Vaters ist. Und die Bibel bestätigt dies im Neuen Testament, dass Gott der Vater alles, sogar die unsichtbare Welt, durch Jesus Christus geschaffen hat. Was wiederum bedeutet, dass Jesus Christus existierte, als Gottwesen existierte, bevor er ein Mensch wurde. Er existierte bereits als Melchisedek, ohne Anfang. Aber wir lesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also, was immer dieser Anfang war, Jesus Christus und Gott der Vater, die existierten bereits vorher schon. Es hat keine Zeit gegeben, wo sie nicht beide existiert haben. Gott ist eins. Wir lesen dies in vielen Stellen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Aber er ist nicht eine Person, wie das die Juden irrtümlich glauben, wie das die Mohammedaner irrtümlich glauben, wie das sogar die katholischen Kirchen und die evangelischen Kirchen glauben, indem sie sagen, Gott ist eine Person, und dann sagen sie, er ist drei Personen in einer Person. Das müssen Sie mir mal erklären, wie das möglich sein soll. Gott ist keine Einheit in dem Sinne, dass er nur eine Person sei. Er ist eine Einheit. Er ist eins, weil nämlich sowohl Gott der Vater als auch Jesus Christus in totaler Harmonie miteinander leben und immer so gelebt haben. Schauen Sie, es wird uns gesagt, in 1. Buch Mose Kapitel 2 und in Vers 24, dass Adam und Eva eins werden sollten, ein Fleisch werden sollten, eine Einheit werden sollten. 1. Mose 2 und Vers 24, wo Gott sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seiner Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Und hören Sie deutlich zu, was hier gesagt wird. Ein Mann wird seinem Weibe anhangen, nicht seinen Weibern und nicht einem anderen Mann. Hier wird die Ehe beschrieben, wie sie sein soll. Eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Und es heißt dann deutlich, und sie werden sein ein Fleisch. Bezug nehmend auf die sexuelle Vereinigung, aber nicht nur, sondern auf die gesamte Einheit innerhalb der Ehe. Dadurch, dass sie ein Fleisch wurden, sind sie nicht auf einmal eine Person geworden. Sie waren nach wie vor zwei Personen, aber sie bildeten nun eine Einheit. So wie also auch Gott eine Einheit darstellt, aber nicht nur aus einer Person besteht. Schauen wir uns einmal an, was Christus im Johannesevangelium über seine Jünger sagt. Johannes Kapitel 17. Und was er dann auch über den Vater und sich selbst sagt. Johannes Kapitel 17. Und zunächst einmal in Vers 11.
Da spricht Jesus Christus zu dem Vater im Gebet, kurz vor seiner Verhaftung. Er sagt, ich bin jetzt schon nicht mehr in der Welt. Ich habe mit der Welt abgeschlossen, sozusagen. Sie aber, die Jünger, die sind in der Welt. Die würden nach wie vor noch da leben müssen, wie wir heute noch in der Welt leben müssen. Nicht, dass wir von der Welt sein sollten, aber wir leben natürlich noch in der Welt. Wir gehen nicht ins Kloster, um da irgendwie jetzt von der Welt abgeschieden zu sein. Christus sendet uns in die Welt, um der Welt sein Zeugnis zu verkündigen. Sie sind also noch in der Welt. Ich komme zu dir, sagt er hier in Vers 11. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen. Und deswegen heißt auch die Kirche Gottes heute Kirche Gottes. Denn der Name des Vaters ist Gott. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Also die Jünger sollten eins werden, wie der Vater und der Sohn eins waren. Nun, sollten die Jünger eine Person werden? Natürlich nicht. Waren der Vater und Jesus Christus eine Person? Natürlich nicht. Es wird eine Einheit beschrieben. Wie der Vater und der Sohn eins sind, einig sind, in Harmonie leben, so sollen auch die Jünger Jesu Christi und Gottes des Vaters eins werden. Und so sagt er dann in Vers 20 im gleichen Kapitel, Johannes 17 und Vers 20, ich bitte aber nicht allein für sie, also es ging nicht nur um die Jünger damals, die Apostel, sondern auch für die, die durch ihr Wort, das Wort der Apostel, an mich glauben werden. Die Lehre der Apostel wurde weitergegeben an die Mitglieder der Kirche. Und die haben sie dann die Jahrhunderte hinweg weitergegeben. Und sie müssen natürlich wissen, wo die Kirche Gottes heute ist. Wenn sie meinen, sie könnten sich einer Kirche anschließen, die das ablehnt, was Jesus Christus gelehrt hat, was die Bibel gelehrt hat, dann ist natürlich ein Problem entstanden für sie. Er sagt, ich bete nicht alleine für sie, die Apostel, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, an den wahren Jesus Christus. Nicht den falschen Jesus Christus, von dem Paulus spricht, dass einige bereits schon zu seiner Zeit begonnen hatten, einen anderen Jesus zu predigen. Und er sagt ja auch, die haben bereits ein anderes Evangelium gepredigt, als das, was gepredigt werden sollte. Nein, es geht um das, was Jesus Christus gepredigt hat. An den müssen wir glauben. An den Heiland, damit, Vers 21, sie alle eins seien. Wiederum geht es hier um eine Person? Nein, natürlich nicht, es geht um die Einheit. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also wir als Kirche repräsentieren Jesus Christus und Gott den Vater. Es geht nicht nur darum, was wir lehren, es geht auch darum, wie wir leben. Wir sollen totale Einigkeit haben unter uns. Und wie schlimm sieht es da heute aus, wenn wir uns die verschiedenen Splintergruppen anschauen? Aber die Bibel sagt das ja auch. Im Buch der Offenbarung wird ja von verschiedenen Kirchen gesprochen. Und die letzte Kirchenära, die Laodicea-Kirche, wird ja gewarnt. Und es wird gesagt, ihr seid lauwarm geworden. Und ich werde euch ausspeien aus meinem Munde, wenn ihr nicht bereut. Und es heißt hier dann in Vers 22, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Das ist beides in diesem Falle noch in der Zukunft. Christus hatte die Herrlichkeit noch nicht empfangen, aber er sagte zu Gott, dem Vater, wenn ich zu dir komme, gib mir dann die Herrlichkeit, die ich hatte, bevor die Welt war. Also Christus wusste, er hatte bereits als Gottwesen existiert, bevor die Welt war, ein verherrlichtes Gottwesen, und er sagte, gib mir diese Herrlichkeit wieder. Und er sagt hier, und die will ich dann auch denen geben, die mir folgen werden, und zwar im Zeitpunkt seiner Rückkehr. Aber er formuliert dies in einer Weise, dass da gar kein Zweifel besteht. Das ist so, als ob es bereits geschehen sei. Christus sagt, ich habe denen bereits die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, obwohl faktisch gesehen, dies noch alles geschehen würde. Schauen Sie aber hier, was noch gesagt wird. Damit sie eins seien. Das sollte die Motivation sein, die Tatsache, dass wir verherrlicht werden sollen, dass wir teilhaben sollen an der Gottfamilie. Das sollte Motivation sein für uns, dass wir eins sein sollen unter uns.
wie wir, sagt Jesus Christus, sich auf den Vater und den Sohn beziehend, wie wir eins sind. Schauen Sie, darum geht es. Es geht um die Einheit. Es geht nicht darum, dass Jesus Christus und Gott der Vater eine Person gewesen sein sollen. Christus macht sogar mehrere Argumente den Pharisäern gegenüber, wo er sagt, dass das Zeugnis von zwei Personen wahr ist. Und er sagt, ich alleine bin nur eine Person, aber der Vater zeugt auch von mir, also haben wir hier die zwei Personen. Und dann sagt er auch, dass wenn wir ihn lieben, dann wird uns auch der Vater lieben. Und er sagt, und wir, Gott der Vater und Jesus Christus, wir werden zu einer solchen Person kommen und bei ihm wohnen. Nicht ich, nicht Gott alleine, Gott der Vater, sondern beide. Und zwar werden sie es tun durch den Heiligen Geist in uns. Also es sollte deutlich sein, dass es sich hier um eine Einheit dreht, nicht um eine Person. Gott war nie nur eine Person. Und wir lesen auch in Johannes Kapitel 10 und Vers 30. Mein Vater, sagt er hier, Johannes Kapitel 10 und Vers 30, der mir sie gegeben hat, also die Jünger. Denn keiner kann zu Christus kommen, wie er sagt, es sei denn, der Vater zieht ihn. So hat also der Vater jeden Jünger Christus gegeben. Das war damals der Fall, das ist heute noch der Fall. Viele Menschen behaupten heute, sie seien Christen. Begreifen aber gar nicht einmal, wer überhaupt Gott ist. Dass es Gott der Vater ist, der zunächst einmal jemanden zu Christus ziehen muss. Und dann muss diese Person anerkennen, dass Jesus Christus der einzige Heiland ist. Der einzige, durch den wir das Heil erlangen können. Und dann muss er begreifen, wer und was Christus war und ist und sein wird. Schauen Sie, Christus wird als Gott zurückkommen auf diese Erde. Manche behaupten heute, Christus wird als Mensch zurückkommen auf diese Erde. Manche sagen, Christus habe vor seiner Geburt als Mensch gar nicht existiert. Lehnen damit auch den Messias ab. Denn schauen Sie, wenn Christus nicht als Gott existiert hat, dann hat sein Leben, wenn er nur ein Mensch gewesen ist, überhaupt keinerlei mehr Wert als der Mensch, als der Wert irgendeines anderen Menschen. Die Tatsache, dass Jesus Christus unser Heiland werden konnte, besteht darin, dass er Gott war, der Schöpfer der Menschheit. Und als Schöpfer hat er natürlich weitaus mehr Wert als alles, was er erschaffen hatte, zusammengenommen. Aber er wurde Mensch. Er musste ja die Sünde im Fleisch überwinden. Er musste ja als Mensch sterben können. Gott kann ja nicht sterben. Jesus Christus war Immanuel, Gott mit uns. Er wurde zu einem Menschen, wie wir das noch sehen werden. Aber er war natürlich auch die Persönlichkeit, die er immer gewesen war, Gott. Wer das nicht begreift, kann auch nicht begreifen, wer und was Christus war, was er tat, warum sein Blut ausreichend, aber auch notwendig ist für die Vergebung unserer Sünden. Und so lesen wir hier in Johannes 10 und Vers 29. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles oder als alle, inklusive Jesus Christus. Schauen Sie, Jesus Christus war der Priester Gottes des Höchsten. Der Vater ist die höchste Autorität in der Gottheit und wird es auch immer bleiben. Er ist größer als alle und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Und dann sagt er hier in Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und die Juden verstanden, was er damit sagte, denn die wollten ihn jetzt steinigen, weil sie sagten, der hat sich der Gotteslästerung schuldig gemacht. Schauen Sie, Gott der Vater und Jesus Christus haben immer schon existiert. Und wenn es heißt, in 1. Mose 1 und Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, bezieht sich dies auf den Vater und den Sohn. Beide zusammen. Und auch dies wird in der Bibel deutlich zum Ausdruck gebracht. Deutlich. Und wenn wir nur die Stellen glauben wollten, die im Neuen Testament geschrieben stehen, dann hätten wir da gar keine Frage. Aber die meisten, die das nicht akzeptieren wollen, die machen den fundamentalen Fehler, dass sie sich eine Stelle aus dem Alten Testament herausreißen, aus dem Zusammenhang, wie zum Beispiel die Stelle, Gott ist eins, und sagen, das bedeutet, Gott ist nur eine Person. Schauen Sie, wir müssen das Alte Testament mit den Augen des Neuen Testamentes betrachten, nicht andersherum. Sonst machen wir fundamentale Fehler.
Sie könnten das Neue Testament als einen Kommentar betrachten, das das Alte Testament kommentiert. Und vieles, was im Alten Testament geschrieben steht, wird uns im Neuen Testament erklärt. Und hier lesen wir nun zum Beispiel in Johannes Kapitel 1 und in Vers 1. Wir hatten in 1. Mose 1 und Vers 1 gelesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Nun, hier wird wiederum von einem Anfang gesprochen. Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Da heißt es, im Anfang war das Wort. Nun, das Griechische hier macht deutlich, dass wann immer wir uns auf einen Anfang konzentrieren, was immer der Anfang war, von dem wir sprechen wollen, das Wort war bereits da. Es heißt nicht, dass das Wort einen Anfang hatte, sondern der Gedanke ist, wenn immer wir uns an einen Anfang ansehen, das Wort existierte bereits. Nun, wer ist das Wort? Im Griechischen steht hier das Wort Logos. Und das kann Sprecher bedeuten. Nun, einige haben gesagt, das Wort kann nicht Sprecher bedeuten. Die haben sich scheinbar nie irgendwelche griechischen Enzyklopädien und Wörterbücher angeschaut. Ganz eindeutig kann das Wort Logos Sprecher bedeuten. Derjenige, der spricht. Derjenige, der etwas ausführt. Das ausführende Organ sozusagen. Und so heißt es hier, dass dieses Wort, dieser Sprecher, bereits existierte, noch bevor es irgendetwas anderes gab. Was immer der Anfang war, von dem hier die Rede ist, das Wort existierte bereits. Und dann heißt es, und das Wort war bei Gott. Also hier haben wir einen Sprecher, einen Logos. Und der war bei Gott. Nun im Neuen Testament, wenn nicht anders vermerkt, ist mit dem Wort Gott immer der Vater gemeint. Manchmal wird das Wort auf Jesus Christus angewendet, aber dann wird es deutlich zum Ausdruck gebracht. Denn Jesus Christus ist ja auch Gott. Er war Gott. Er wurde Mensch, wie wir sehen werden, und er ist wieder durch eine Auferstehung von den Toten zu einem Gottwesen geworden. Im Anfang war das Wort, der Logos, und dieses Wort war bei Gott, Gott dem Vater, dem Höchsten in der Gottfamilie. Und es heißt hier bei Luther, Gott war das Wort. Unglücklich übersetzt. In der Elberfelder Bibel, die ich hier auch vor mir liegen habe, da heißt es, und das Wort war Gott. Und so sollte es auch übersetzt werden. Im Anfang war der Logos war bei Gott, dem Vater, und dieser Logos war selbst Gott. Wie kann das sein? Nun, dadurch, dass es eben eine Familie ist, die hier beschrieben wird, eine Gottfamilie, die aus dem Vater besteht und aus dem Sohn. Beide sind Gott, Mitglieder der Gottfamilie. Also hier war das Wort, und das Wort war auch Gott. Und dann wird es ganz deutlich gesagt in Vers 2, dasselbe war im Anfang, was immer der Anfang ist, das war bereits schon bei Gott. Beide existierten bereits, noch bevor es irgendetwas anderes gab. Und dann wird etwas Folgendes gesagt. In Vers 3. Und wenn wir das nur lesen wollten und verstehen wollten, was hier geschrieben steht, alle Dinge sind durch dasselbe, was ist gemeint? Das Wort. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht. Und ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wie viel deutlicher kann dies noch zum Ausdruck gebracht werden? Der Sprecher, der Logos, hat alles gemacht, hat alles erschaffen. Es gibt nichts, mit Ausnahme natürlich von Gott dem Vater, was erschaffen wurde, was nicht durch Jesus Christus, das Wort, erschaffen worden ist. Und um es ganz deutlich zu machen, wer hier mit dem Wort gemeint ist, mit dem Logos, mit dem Sprecher, lesen wir in Vers 14, und das Wort ward Fleisch. Und es wohnte unter uns. Und dann heißt es, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Also wie viel deutlicher kann das noch zum Ausdruck gebracht werden? Das Wort, der Sprecher, der Logos, war der Sohn Gottes. Er wurde Fleisch, ein Wesen aus Fleisch und Blut. Aber er existierte bereits schon seit aller Ewigkeit. Und dann lesen wir hier auch in Vers 18. Niemand hat Gott, und hier ist wiederum die Rede von Gott, dem Vater.
Niemand hat Gott je gesehen. Nun, wir lesen in der Bibel, dass viele Gott im Alten Testament gesehen haben, aber hier geht es um Gott den Vater. Niemand hat Gott den Vater jemals gesehen. Den sie also dann gesehen haben müssen im Alten Testament, war niemand anderes als Jesus Christus, der Sohn, der ja auch als Melchisedek hin und wieder auftrat. Aber niemand hat Gott den Vater jemals gesehen. Der Eingeborene, der Hohe, das Wort eingeboren kann sich auch auf einen Titel beziehen. Wir lesen ja auch im Alten Testament, dass zum Beispiel der erstgeborene Sohn eine größere Position hatte als die darauffolgenden Kinder. Und hier geht es hier um den Titel. Jesus Christus ist der Erste unter vielen Brüdern, aber er wird immer höher stehen als diejenigen, die dann noch teilhaben werden an der Gottfamilie. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber es heißt hier, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, schauen Sie, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Der hat ihn uns verkündigt. Also Jesus Christus musste kommen, um uns den Vater zu verkündigen, denn die meisten Menschen hatten gar keine Ahnung, dass denjenigen, den sie anbeteten im Alten Testament, niemand anderes war als Jesus Christus. Die meinten, die Juden der zur Zeit von Christus, die meinten, sie beteten den Vater an. Und sie gaben vor, dass sie dem Vater gehorchten. Aber Christus machte mehr und mehr deutlich, dass sie da in einem Irrtum waren. Zunächst einmal gehorchten sie dem Vater keineswegs, den hatten sie nie gesehen. Er sagt auch an einer anderen Stelle, die Stimme von ihm habt ihr nie gehört. Aber dann sagt er auch, und ihr gehorcht ihm sowieso nicht. Schauen Sie, Jesus Christus, der Sprecher, das Wort, war derjenige, der alles erschuf. Der war das ausführende Organ, sozusagen. Schauen Sie, das Wort, der Sprecher, dieser Ausdruck, das Wort Gottes, wird wiederholt auf Jesus Christus angewandt. Nicht nur hier in Johannes Kapitel 1 und Vers 1, sondern schauen wir uns zum Beispiel auch Offenbarung Kapitel 19 an. Wenn Jesus Christus zurückkommt, dann hat er einen Namen, eine Bezeichnung, die hier deutlich erwähnt wird. In Offenbarung 19 und in Vers 13. Und schauen Sie, was hier geschrieben steht. Er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Denn die Menschen werden ja ihn bekämpfen wollen. Und er wird natürlich diesen Kampf schnellstens beenden. Aber das kann sich hier auch darauf beziehen, dass er für uns gestorben ist. Dass sein Blut vergossen wurde für die Vergebung unserer Sünden. In jedem Fall heißt es, und sein Name ist das Wort Gottes. Das ist sein Name. Und so lesen wir im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 3, dass auch hier wiederum von Jesus Christus gesprochen wird. Und auch hier wiederum wird er als das Wort oder das Wort Gottes beschrieben. 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und auch hier sagt uns Johannes sehr deutlich, dass Jesus Christus das Wort war und ist. Der Logos, der Sprecher, der für Gott den Vater handelt. Schauen Sie. Als Christus hier auf Erden war, da sagte er, ich rede nicht meine eigenen Worte, sondern die Worte, die mir der Vater eingibt, die verkündige ich. Er war also derjenige, der die Worte des Vaters zum Ausdruck brachte. Und so lesen wir hier in 1. Johannes Kapitel 1, was von Anfang an war, von Anfang an, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben. Er macht es deutlich, dass derjenige, von dem er hier spricht, ein Mensch geworden war. Vom Wort des Lebens. Also die hatten, wie Johannes sagt, dieses Wort des Lebens gesehen, mit den Händen betastet. Vers 2. Und das Leben ist erschienen. Das heißt ja von Jesus Christus, in ihm war das Leben. Das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, denn Jesus Christus ist ewig, das beim Vater war und uns erschienen ist. Wie viel deutlicher kann dies zum Ausdruck gebracht werden? Wieso wollen wir das nicht anerkennen?
Wieso wollen wir das nicht akzeptieren? Wieso wollen wir uns an die Traditionen halten, an andere Ideen halten, die dem widersprechen, was hier deutlich in der Bibel geschrieben steht? Er sagt hier in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Deutlicher kann man es wirklich nicht mehr zum Ausdruck bringen. Aber die Bibel hat noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Schauen wir uns Kolosser Kapitel 1 an. Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 und 16. Denken wir daran, es heißt, im Anfang schuf Gott, Elohim im Hebräischen, die Himmel und die Erde. Und hier lesen wir, wie das geschah. Wir hatten bereits gelesen, dass das Wort, der Logos, Jesus Christus, alles erschaffen hat. Wie sieht es mit dem Vater dann aus? Nun, in Kolosser 1 lesen wir die Verse 15 und 16. Er, und die Rede ist von Jesus Christus, denn es heißt hier in Vers 13, dass wir bereits versetzt worden sind in das Reich seines lieben Sohnes, nicht im buchstäblichen Sinne, dass das Reich Gottes bereits hier auf Erden errichtet worden sei, aber wir leben bereits unter den Bedingungen des Reiches Gottes. Wir sind ja bereits Botschafter Christi. Unsere Bürgerschaft, wie es heißt, ist bereits im Himmel niedergeschrieben. Unsere Namen sind bereits im Himmel niedergeschrieben worden, im Buch des Lebens. Wir als Christen leben den Bedingungen des Reiches Gottes gemäß, dass Jesus Christus auf diese Erde bringen wird, die Königsherrschaft Gottes, wenn er zurückkommt. Und so sagt er hier in Vers 15, er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, auch hier wiederum ein Titel, vor aller Schöpfung. Er ist vor aller Schöpfung da, in dem Sinne, dass er die Autorität hat über alle Schöpfung unter Gott dem Vater. Schauen Sie Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, wie wir das gesehen hatten, bezieht sich dies auf die Engelwelt. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen worden. Und dann heißt es in Vers 17, er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Gott der Vater hat alles durch Jesus Christus geschaffen. Wenn es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und dann später heißt es ja, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen, darauf werden wir in der nächsten Predigt eingehen, so ist es der Vater, der dem Sohn sagt, was getan werden sollte. Und der Sohn als das ausführende Organ hat es dann getan durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht eine Person, aber die Kraft des Heiligen Geistes. Schauen Sie, so ist dies zu verstehen. So ist das in der Bibel beschrieben. So wird dies im Neuen Testament klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Idee, dass Christus nicht existiert haben soll, widerlegt die Wahrheit der Bibel und lehnt damit den Heiland ab. Den einzigen, durch den wir das Heil erlangen können. So wichtig ist das. Wenn Sie verführt sind, wenn Sie meinen, dass Jesus Christus nicht vor seiner Geburt als Mensch, als ein Gottwesen existiert hat, dann wandeln Sie auf sehr dünnem Eis. Und es wird die höchste Zeit, dass Sie diese falschen Ideen ablehnen, und dass Sie dem glauben, was in der Bibel geschrieben steht. Schauen wir uns eine weitere Stelle an. In Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1, angefangen in Vers 1. Nachdem Gott, und hier wiederum geht es um Gott, den Vater, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten. Schauen Sie, auch hier geht es darum, dass Gott zunächst einmal Jesus Christus diese Dinge eingegeben hat, die er dann weitergegeben hat an die Propheten. Wir lesen ja auch im Buch der Offenbarung, dass es zunächst einmal Gott der Vater ist, der Jesus Christus gewisse Dinge sagt, die Christus dann an einen Engel weitergibt, der dann diese Dinge an Johannes weitergibt. So hat also Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet
also nicht nur zu ihm, sondern zu uns durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles. Und nun achten wir auf diese weitere Aussage, durch den er auch die Welt gemacht hat. Also der Vater, Gott der Vater, hat durch den Sohn die Welt gemacht. Es ist immer noch Gott der Vater, der der Schöpfer alles ist, was es gibt, aber er hat durch den Sohn, der ebenfalls Schöpfer ist, alles gemacht. Vers 3, er, der Sohn, Jesus Christus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Was sagte Christus? Ich und der Vater sind eins. Er sagte zu einem seiner Jünger, der zu ihm kam und sagte, zeige uns den Vater. Er sagte zu dem, was fragst du mich danach? Wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen. Er ist das Ebenbild seines Wesens, heißt es hier, und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät Gottes des Vaters in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, aber nicht als Gott der Vater. Schauen Sie, Gott der Vater ist immer noch der Höchste, aber er ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er erbt hat, höher ist als ihr Name. Also auch hier sehen wir, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Und er tat es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie ich sagte, der Heilige Geist ist keine Person. Die ganze Idee der Dreieinigkeit, ob das jetzt die griechisch-orthodoxe Idee ist, dass Gott eine Person sei, der durch die drei verschiedenen Arten von Vater, Sohn und Heiliger Geist sich dann manifestiert, oder die Idee der römisch-katholischen Kirche, dass Gott eine Person ist, die durch drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist wirkt, diese Idee ist total verkehrt. Ist nicht mit dem in Einklang zu bringen, was die Bibel sagt. Gott besteht aus zwei Personen. Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn. Aber von beiden geht der Heilige Geist aus. Schauen Sie, Gott ist ja ein Geistwesen. Gott der Vater ist ein Geistwesen, Jesus Christus ist ein Geistwesen. Und sie wirken durch die Kraft des Heiligen Geistes. Schauen wir uns einmal an, in Lukas Kapitel 24, wie der Heilige Geist beschrieben wird. Und wir lesen ja auch, dass ein bekehrter Christ heute den Heiligen Geist in sich haben muss. Das heißt nicht, dass jetzt eine Person in ihm ist. Es heißt, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns lebt. In Lukas Kapitel 24 lesen wir Vers 49. Er sagt den Jüngern, hier ist Christus, der auferstanden war. Er sagt jetzt den Jüngern, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Nun, was ist das, was Jesus herabsenden wird vom Vater? Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also hier sollten die Jünger Kraft von Gott erhalten. Was ist mit dieser Kraft gemeint? Nun, in Apostelgeschichte 1, wo ja Lukas seinen Bericht, den er im Lukas-Evangelium abschloss, dann in der Apostelgeschichte weiterführt, in Lukas Kapitel 1 und Vers 8, da wird es deutlich gesagt, was mit dieser Kraft gemeint ist. Er sagt nämlich hier, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und was würde diese Kraft bewirken? Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, die von Gott dem Vater und von Jesus Christus ausgeht, würden seine Jünger in der Lage sein, Zeugnis abzulegen für Jesus Christus, für die Auferstehung, für das Evangelium vom Reich Gottes. Denn das sollte ja gepredigt werden und soll auch heute noch gepredigt werden. Es heißt ja in Matthäus 24, wenn das Evangelium vom Reich gepredigt wird in aller Welt zum Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. Dann wird Jesus Christus zurückkommen. Da Jesus Christus noch nicht zurückgekommen ist, zeigt uns dies deutlich, dass wir nach wie vor das Evangelium vom Reich Gottes, der Familie Gottes, der Gottfamilie predigen müssen.
der Gottfamilie, die zurzeit aus dem Vater und dem Sohn besteht, aber auch aus bereits gezeugten, nicht geborenen, aber gezeugten Kindern Gottes, wenn Sie und ich den Heiligen Geist erhalten haben. In dem Augenblick, wo wir den Heiligen Geist erhalten, werden wir zu gezeugten, geistgezeugten Kindern Gottes. Schauen Sie, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht soll weiterhin verkündigt werden. Ein Zeichen, das Christus uns gab, denn was, wenn dies geschieht, dann ist das Ende bald da. Das zeigt uns auch, dass für viele Jahrhunderte hinweg das wahre Evangelium vom Reich Gottes nicht gepredigt worden ist, denn Christus ist noch nicht zurückgekommen. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 7. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben, sagt Paulus hier, den Geist der Furcht, sondern, man kann das ergänzen, er hat uns gegeben den Geist der Kraft. Auch hier wiederum wird gesagt, dass der Heilige Geist ein Geist der Kraft ist und der Liebe. Schauen Sie, es ist die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. Es heißt, Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit bedeutet, dass wir die Kraft, die uns gegeben worden ist, in Liebe anzuwenden haben. In Besonnenheit, dass wir uns darüber klar werden, wie man das tut. Man kann nämlich sehr leicht Menschen vor den Kopf stoßen, wenn wir denen zu viel sagen über das, was die Wahrheit ist, was sie gar nicht hören wollen. Christus sagt ja nicht ohne Grund, werfet eure Perlen nicht vor die Säue, dass sie nicht zurückkommen und euch zertreten und die Perlen und ihre Füße dann zertreten und euch zermalmen. Es ist der Heilige Geist ein Geist der Kraft. Der geht sowohl von dem Vater aus, als auch von Jesus Christus. Es heißt ja, dass der Vater uns den Heiligen Geist seines Sohnes in unsere Herzen gegeben hat, sodass wir sagen können, aber lieber Vater. Aber es ist auch der Geist Jesu Christi, der in uns wohnt, denn es heißt ja, dass beide, der Vater und der Sohn, zu uns kommen werden und Wohnung bei uns machen werden, wenn wir Jesus Christus lieben. Das heißt, wenn wir seine Gebote halten, denn die Liebe Gottes ist ja das Halten der Gebote. Schauen Sie, wie das alles miteinander harmoniert und wie diese Irrlehren, die da so herumschwirren und meinen und sagen zu müssen, dass man die Gebote heute nicht mehr zu halten braucht, inklusive den Sabbat, wie das alles im Widerspruch steht zu der Bibel. Schauen Sie, der Heilige Geist ist keine Person, kann keine Person sein. Es gibt so viele Beweise, die das deutlich machen. Zunächst einmal hatten wir ja gesehen, dass Gott der Vater der Höchste ist in der Gottheit. Aber Jesus Christus wurde geboren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Engel kam ja zu Maria und hat gesagt, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und du wirst Jesus Christus gebären. Und zu wem hat da Jesus Christus gebetet? Er hat immer zu dem Vater gebetet, nicht zum Heiligen Geist. Schauen Sie, wenn der Heilige Geist eine Person gewesen wäre, dann wäre der Heilige Geist sein Vater gewesen und er wäre der Höchste gewesen in der Gottheit. Und selbst diejenigen, die an die Dreieinigkeitslehre glauben, die glauben das nicht. Natürlich nicht, weil der Heilige Geist ist keine Person. Schauen Sie, was in 1. Johannes Kapitel 4 geschrieben steht. 1. Johannes Kapitel 4 und in Vers 13. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 13. Da sagt Johannes, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und dass er in uns ist. Oder wir erkennen, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Von seinem Geist. Schauen Sie, Gott ist ein Geistwesen. Jesus Christus ist ein Geistwesen. Er hat von seinem Geist uns gegeben. Wie kann der Heilige Geist eine Person sein, wenn es heißt, dass Gott uns von seinem Geist gegeben hat? Und zwar heißt es ja auch deutlich, dass wir zunächst einmal, wenn wir getauft werden als Erwachsene, nachdem wir bereut haben, nachdem wir unsere Sünden bereut haben, erkannt haben, was Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und wenn wir dann an das Opfer Jesu Christi glauben und wenn wir anerkennen, dass er als unser Heiland gestorben ist und wenn wir uns dann taufen lassen als äußeres Zeichen unserer Reue,
dann wird uns der Heilige Geist gegeben, wie es heißt. Dann gießt Gott von seinem Geist in uns aus. Aber nicht in Vollendung, sondern nur als eine Anwartschaft. Ein gewisses Maß sozusagen. Wir sollen ja dann den Heiligen Geist benutzen und in der Erkenntnis, in der Liebe Gottes wachsen. Und je mehr wir Gottes Gebote gehorchen, umso mehr wird uns von seinem Geist verliehen werden. Schauen Sie, wenn der Heilige Geist eine Person wäre, dann wäre Gott nicht allmächtig. Denn wir lesen ja, dass es Gott der Vater war, der alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Beides sind allmächtige Gottwesen. Sie taten es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber wenn sie den Heiligen Geist als eine Person gebraucht hätten, um dies zu tun, dann wären sie alleine ja nicht allmächtig. Dann hätten sie ja die Hilfe des Heiligen Geistes gebraucht. Auch das zeigt den totalen Irrsinn der Idee, dass der Heilige Geist eine Person ist. Schauen Sie, der Geist Gottes fließt von Gott aus sozusagen, wie Elektrizität fließt, wie Wasser fließt. Christus hat den Heiligen Geist mit Wasser verglichen, der aus uns herausfließt, zu anderen fließt, aber der natürlich dann auch erneuert werden muss durch tägliches Gebet. Wir sollten täglich zu Gott kommen, ihn darum bitten, dass er uns wieder von seinem Heiligen Geist gibt. Wie das uns auch im Lukas-Evangelium gesagt wird. Christus sagt ja, wie viel mehr wird Gott seinen Heiligen Geist bitten oder geben denen, die ihn darum bitten. Also die ganze Idee, dass Jesus Christus nicht existiert haben sollte, bevor er ein Mensch wurde, die ganze Idee, dass der Heilige Geist eine Person sei, alles dies steht im totalen krassesten Widerspruch zu dem, was die Bibel sagt. Und ich wollte eigentlich heute auch noch auf die Evolutionslehre mehr eingehen, aber ich bin jetzt mittlerweile am Ende der Predigt heute angelangt und werde dies dann in der nächsten Predigt tun. Denn wir werden jetzt in der nächsten Predigt sehen, zunächst einmal, was den Zustand der Erde in Vers 2 herbeigeführt hat. Und wir werden dann sehen, wie Gott die Erdoberfläche erneuert hat, wie er das getan hat und wie er dann letztendlich den Menschen schuf. Und es geschah nicht auf dem Wege der Evolution. Es geschah nicht auf dem Wege einer Idee, dass zunächst einmal gewisse Gase zusammenkamen, die dann eine Zelle geschaffen haben, einen Mollusken, und dass sich aus diesem Mollusken dann alle Tiere entwickelt haben, bis hin zum Menschen. Und auch die Idee, dass der Mensch Teil des Tierreiches sei, wird in der Bibel klar und deutlich widerlegt. Also die Wissenschaftler, die alles dies lehren, sind in totaler Ignoranz der Wahrheit, wenn wir die Bibel als Gottes Wort der Wahrheit akzeptieren wollen. Denken Sie darüber nach. Und wir werden uns das nächste Mal dann weiter mit dem beschäftigen, was uns die Bibel im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel zu sagen hat. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.